Modul 6. Mein Stadtviertel, meine vier Wände. Kapitel 2. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Übung 1. Du, Brigitte, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Ja, gute Idee. Wo treffen wir uns? Hat Brigitte Lust, ins Kino zu gehen? Ja, sie hat Lust und Zeit. Du, Brigitte, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Tut mir leid, aber ich habe leider keine Zeit. Hat Brigitte Lust, ins Kino zu gehen? Ja, aber sie hat keine Zeit. Hast du Lust, in die Stadt zu gehen? Ja, ich habe Lust, in die Stadt zu gehen. Hast du Lust, in den Park zu gehen? Nein, ich habe keine Lust, in den Park zu gehen. Hast du Lust, ins Kaufhaus zu gehen? Nein, ich habe keine Lust, ins Kaufhaus zu gehen. Hast du Lust, in die Eisdiele zu gehen? Ja, ich habe Lust, in die Eisdiele zu gehen. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Ja, ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Hast du Zeit, ins Kino zu gehen? Ja, ich habe Zeit, ins Kino zu gehen. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Tut mir leid, ich habe keine Lust. Hast du Zeit, ins Kino zu gehen? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Gehen wir in die Eisdiele? Tut mir leid, ich habe keine Zeit, in die Eisdiele zu gehen. Gehen wir in den Park? Tut mir leid, ich habe keine Zeit, in den Park zu gehen. Gehen wir ins Restaurant? Tut mir leid, ich habe keine Zeit, ins Restaurant zu gehen. Du willst tanzen. Wohin gehst du? In die Disco. Du willst Leute treffen. Wohin gehst du? In die Stadt. Du willst joggen. Wohin gehst du? In den Park. Du willst essen und trinken. Wohin gehst du? Ins Restaurant. Wo kann man joggen? Im Park.
Wo kann man essen und trinken? Im Restaurant. Wo kann man Eis essen? In der Eisdiele. Wo kann man Leute treffen? Auf dem Stephansplatz. Im Kino kann man Filme sehen. Im Park kann man joggen. Im Kaufhaus kann man Schuhe kaufen. Im Disco kann man tanzen. In der Eisdiele kann man Eis essen. Im Restaurant kann man essen und trinken. Auf der Bank kann man Geld abheben und Geld wechseln. Auf dem Stephansplatz kann man Leute treffen. In der Pizzeria kann man Pizza essen. In der Apotheke kann man Medikamente kaufen. Im Kaffee kann man Kaffee trinken. Auf der Post kann man Briefmarken kaufen. Im Park kann man spazieren gehen. In der Sprachschule kann man Fremdsprachen lernen. Entschuldigung, wie komme ich zum Astra-Kino? Immer geradeaus bis zum Stephansplatz, dann links. Nein, nein. Du gehst geradeaus bis zur Kreuzung und dann rechts. Du fährst am besten mit dem Bus Nummer 12. Entschuldigung, wie komme ich zum Astra-Kino? Immer geradeaus bis zum Stephansplatz, dann links. Nein, nein. Du gehst geradeaus bis zur Kreuzung und dann rechts. Du fährst am besten mit dem Bus Nummer 12. Nach links. Nehmen Sie die erste Straße links. Über die Straße. Überqueren Sie die Straße. Nach rechts. Nehmen Sie die erste Straße rechts. Geradeaus. Gehen Sie die Straße entlang. Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtmuseum? Gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung und dann rechts. Entschuldigung, wie komme ich zur Bank? Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel und dann links. Entschuldigung, wie komme ich zum Blumenladen? Gehen Sie an der Kirche vorbei und dann rechts. Entschuldigung, wie komme ich zum Kaffeebazar? Gehen Sie geradeaus bis zum Kreisverkehr und dann links. Entschuldigung, wie komme ich zum Park? Gehen Sie am Kino und am Hotel vorbei, immer geradeaus bis zum Stephansplatz und dann links. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Am besten fährst du mit dem Bus.
Entschuldigung, wie komme ich zum Kaufhaus? Am besten mit der U-Bahn. Entschuldigung, wie komme ich zur Universität? Am besten mit der Straßenbahn. Entschuldigung, wie komme ich zum Stadttheater? Am besten fahren Sie mit der U-Bahn. Entschuldigung, wie komme ich zum Stadion? Am besten mit dem Taxi. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Am besten fahren Sie mit der Straßenbahn. Dialog A. Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus? Also, gehen Sie zuerst geradeaus, die Bahnhofstraße entlang, bis zum Königsplatz. Überqueren Sie die Fuggerstraße, dann etwa 300 Meter geradeaus, die Fischerstraße entlang, bis zur Moritzkirche. Dann nach links, immer geradeaus, die Maximilianstraße entlang und Sie kommen zum Rathaus. Ach, vielen Dank. Dialog B. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Kirche St. Anna? Gehen Sie zunächst geradeaus, den hohen Weg entlang. Dann nehmen Sie die zweite Straße rechts, das ist die Karlstraße. Ja? Gehen Sie etwa 200 Meter geradeaus, dann nach links in die Annastraße. Mhm. Gehen Sie ein paar Schritte und rechts sehen Sie die Kirche. Ach, danke für die Auskunft. Bitte, bitte. Dialog A. Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus? Also, gehen Sie zuerst geradeaus. Die Bahnhofstraße entlang. Bis zum Königsplatz. Überqueren Sie die Fuggerstraße. Ja. Dann etwa 300 Meter geradeaus, die Fischerstraße entlang. Mhm. Bis zur Moritzkirche. Dann nach links. Immer geradeaus. Die Maximilianstraße entlang. Und Sie kommen zum Rathaus. Ach, vielen Dank. Dialog B. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Kirche St. Anna? Gehen Sie zunächst geradeaus, den hohen Weg entlang. Dann nehmen Sie die zweite Straße rechts.
Das ist die Karlstraße. Ja. Gehen Sie etwa 200 Meter geradeaus. Dann nach links in die Annastraße. Gehen Sie ein paar Schritte und rechts sehen Sie die Kirche. Danke für die Auskunft. Bitte, bitte. Der Blumenladen, der Blumenmarkt, das Blumengeschäft, die Blumenstraße, der Bahnplatz, der Bahnplan, der Bahnhof, das Bahnmuseum, die Bahnstraße, der Hauptbahnhof, der Hauptmarkt. Das Hauptgeschäft, die Hauptstraße, der Marktplatz, die Marktstraße, der Kleiderladen, das Kleidergeschäft, die Kleiderboutique, der Eisladen, das Eisgeschäft, die Eisdiele, der Stadtplan. Der Stadtplatz, der Stadtbahnhof, der Stadtmusikant, die Stadtstraße, das Stadtmuseum, der Volksmusikant, das Volksmuseum, die Volksbank, die Fußgängerzone, die Fußgängerstraße, der Kaufladen. Der Kaufhof, das Kaufhaus, die Kaufstraße, der Straßenmusikant, der Straßenplan, der Straßenmarkt, der Gemüseladen, der Gemüsemarkt, das Gemüsegeschäft, der Supermarkt. Der Mediamarkt. Das Rathaus. Aussprache. Der Laden. Der Blumenladen. Die Boutique. Die Kleiderboutique. Der Markt, der Gemüsemarkt. Das Geschäft, das Gemüsegeschäft. Der Musikant, der Straßenmusikant. Der Bahnhof. Der Hauptbahnhof. Wir singen. Wie komme ich zum Bahnhof? Bitte sagen, wo das alte Rathaus ist. Gehen Sie
zum Stadttheater. Erst nach rechts und dann nach links. Und wie komme ich zum Bahnhof? Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie zur Frauenkirche und dort fragen Sie danach. Können Sie mir bitte sagen, wo das neue Stadion ist? Gehen Sie zur Sprachhochschule, erst nach rechts und dann nach links. Und wie komme ich zur Hauptpost? Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie jetzt bis zur Kreuzung und dort fragen Sie danach. Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie jetzt bis zur Kreuzung und dort fragen Sie danach. Wir singen. Wie komme ich zum Bahnhof? Bitte sagen, wo das alte Rathaus ist. Gehen Sie zum Stadttheater, erst nach rechts und dann nach links. Und wie komme ich zum Bahnhof? Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie zur Frauenkirche und dort fragen Sie danach. Können Sie mir bitte sagen, wo das neue Stadion ist? Gehen Sie zur Sprachhochschule, erst nach rechts und dann nach links. Und wie komme ich zur Hauptpost? Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie jetzt bis zur Kreuzung und dort fragen Sie danach. Keine Ahnung, tut mir leid. Gehen Sie jetzt bis zur Kreuzung und dort fragen Sie danach.